Sie haben das Thema Handel angesprochen. Der CDU-Wirtschaftsrat hat sich jetzt auch für eine Null-Zoll-Option auf Autos zwischen EU und den USA ausgesprochen. Würden Sie das als Lösung des transatlantischen Zollstreits ebenfalls mittragen? In handelspolitischen Fragen, ja. Am heutigen Tage habe ich mich davon überzeugt, dass zwischen der Bundesregierung und der ungarischen Regierung völliger Einklang da ist in handelspolitischen Fragen. Wir sind beide interessiert an einer Politik der niedrigstmöglichen Zöllen, denn wir glauben, wettbewerbsfähig zu sein, um auch bei niedrigen Zöllen mit unseren Wirtschaften bestehen zu können. Ja, was die Fragen der Migration anbelangt, so sehe ich das Jahr 2015 als eine humanitäre Ausnahmesituation. Ich habe oft darüber gesprochen, dass wir miteinander versäumt haben, uns um die Flüchtlingslager in Syrien zu kümmern, uns um die vielen Flüchtlinge in der Türkei zu kümmern. Und wir sind ja übereinstimmend beide, wenn es darum geht, dass wir unsere Außengrenzen schützen müssen und dass wir nicht auf illegale Migration setzen können, die durch Schlepper und Schleuser organisiert wird. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Das heißt also, deshalb haben wir das EU-Türkei-Abkommen abgeschlossen, um dann zu sagen, aber wir nehmen auch Flüchtlinge aus der Türkei, und da kommt jetzt der Unterschied, die wir dann auch in Deutschland die nach Deutschland kommen können oder in andere europäische Länder, weil wir glauben, dass die Türkei mit uns kein Abkommen abgeschlossen hätte, wenn wir dies nicht mit aufgenommen hätten. Einerseits Versorgung der Flüchtlinge in Heimatnähe, aber eben auch bestimmte Gruppen bei uns. Und ich glaube auch mit afrikanischen Ländern. Wir können ja niemals auf die Illegalität setzen. Das können ja Regierungen nicht miteinander machen. Aber wenn es um Ghana, Nigeria oder andere Länder geht, dann geht es eben darum, ihnen zu helfen. Da sind wir wieder einer Meinung. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass diese Hilfe auch einschließt, dass wir zum Beispiel Studienplätze ihnen auch bei uns anbieten oder dass wir Arbeitsmöglichkeiten für eine bestimmte Zeit anbieten. Und ich glaube, da liegt der Unterschied. Und ich glaube, wir kommen zu diesen auch Hotspots, wie Viktor Orban das genannt hat, in einem afrikanischen Land, doch nur, wenn wir mit dem Land sprechen und auch das Land für sich sagen kann, was will ich. Und die Afrikanische Union hat jetzt auch ein Migrationskonzept erarbeitet. Das ist neu. Es wird eine Migrationskoordinierungsstelle in Marokko geben. Die soll Ansprechpartner seitens der Afrikanischen Union auch für die Europäische Union sein. Das sind Bewegungen aufeinander zu. Aber die haben gleich gesagt, wenn es keinerlei legale Möglichkeiten gibt, auch nach Europa zu kommen, dann wird die Zusammenarbeit mit Afrika schwer sein. Und deshalb müssen wir diesen Punkt im Auge behalten. Aber wir können nicht auf Schlepper und Schleuser setzen. Da sind wir uns wiederum einig. Jetzt zum Handel, da sind wir uns auch einig. Es ist nur so, wir müssen eine europäische Einigung haben. Wenn wir Zölle verhandeln wollen, zum Beispiel im Autobereich, also eine gemeinsame europäische Position, ob es die gibt, daran wird noch gearbeitet. Und dann bedeuten die Zollverhandlungen zur Senkung von Zöllen, wozu ich bereit wäre, dass wir das nicht nur mit den Vereinigten Staaten von Amerika machen können, sondern dass wir das dann machen müssten mit allen Ländern, mit denen wir sozusagen Automobilhandel haben, weil das ansonsten nicht WTO-konform wäre. Man kann entweder nur über eine ganze Breite von Zöllen für 90% der Waren verhandeln oder man kann einzelne Warengruppen rausnehmen. Dann muss man aber die Gleichbehandlung aller Handelspartner auf der Welt sicherstellen. Aber das könnte durchaus eine Option sein, die ich mir vorstellen kann. Jean-Claude Juncker wird ja nach Washington fahren und wir haben hier eine total übereinstimmende Position.